Verschiebungen gehören zum Videospielgeschäft wie Blut in ein Schlachthaus. Prototype hier zum Beispiel sollte ursprünglich schon Anfang 2008 erscheinen. Doch schnell wird klar, das Datum lässt sich nicht halten, Prototype wird auf Ende 2008 verschoben. Außerdem müssen die Entwickler von Radical Entertainment den geplanten Koop-Modus streichen, schade drum. Trotzdem wird es nichts aus dem Geschnetzelten zu Weihnachten. Denn im Sommer 2008 erscheint GTA 4, das ähnlich wie Prototype mit einer großen, frei begehbaren Stadt aufwartet. Im direkten Vergleich zieht das Prototype New York deutlich den kürzeren gegenüber Liberty City, also gehen die Entwickler nochmal in Klausur und überarbeiten ihre Spielumgebung. Prototype verschiebt sich also erneut, diesmal auf den Sommer 2009. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, kurz CES, Anfang Januar zeigte Radical eine aktuelle Version von Prototype. Und die ist sehr vielversprechend. Wie Nico Bellic in GTA 4 kann sich der vom Gedächtnisverlust gebeutelte Held Alex Mercer frei durch seine Stadt bewegen und Chaos anrichten. Doch was für Nico seine Waffen, sind für Mercer seine Mutantenkräfte. Ob Hammerfaust, Klingenarme, Rüstung oder Thermosicht, die Fertigkeiten aus den Kategorien Angriff, Verteidigung und Wahrnehmung machen Alex zum Superkämpfer. Wer genug vom Rumtoben im New Yorker Sandkasten hat, widmet sich den Missionen von Prototype. Schließlich erfährt Alex nur darin, wer eigentlich hinter der Virusinfektion steckt, die alle New Yorker in Zombies verwandelt. Und wieso ausgerechnet er sein Gedächtnis verloren hat. Und wieso er eigentlich über diese unglaublichen Superkräfte verfügt. Jeder Auftrag liefert ein kleines Infoschnipsel für das Hintergrund-Story-Puzzle. Ähnlich wie in der GTA-Reihe findet ihr überall in der Stadt Lichtsäulen, die den Start einer neuen Mission markieren. Die Aufträge fallen dabei recht unterschiedlich aus. Mal soll Alex zum Beispiel einfach nur eine bestimmte Zahl von Zombies erledigen, mal einen Helikopter der Armee kapern. Und in der Mission Rolling Thunder steigt Alex in einen Panzer, um innerhalb eines Zeitlimits möglichst viele New Yorker, egal ob Zombies, Soldaten oder Zivilisten, zu zermalen. Klingt alles ziemlich brutal? Ist es auch. Trotzdem will der Entwickler Radical auf jeden Fall eine USK-Einstufung bekommen, um Prototype offiziell in Deutschland verkaufen zu können. Notfalls will man für die deutsche Version auch die Gewaltschraube etwas zudrehen. Gut so, denn Prototype wird auch ohne übermäßiges Blutgeplätscher ein klasse Spiel werden. Die atemlose, immer etwas übertrieben dargestellte Action, zusammen mit einer ausgefuchsten Hintergrundstory, versprechen einen hervorragenden Ausflug nach New York, der nun hoffentlich nicht mehr verschoben wird.